Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Gäste, Monsage Entertainment präsentiert die Hobbytheke mit Jan Putz. Live aus dem Altenheim St. Josef in Wuppertal-Elberfeld. Wir wünschen viel Spaß und gute Unterhaltung. Willkommen hier bei der Hobbytheke mit mir, dem Jan Putz. Heute gönne ich mir zuallererst mal lecker Kölsch. Na denn, Prost erstmal. Nachdem uns beim letzten Mal das ganze Studio um die Ohren geflogen ist und wir noch nicht alle Schäden beseitigen konnten, mussten wir uns notgedrungen nach einer anderen Location umsehen. Heraus hier in Telefonaten unserer Produktionsgesellschaft mit diversen Studiobetreibern mussten wir leider feststellen, dass keines der Studios für unsere Sendungen geeignet zu sein scheint. Sagen wir mal so, im Vertrauen unter uns. Es wurde gesagt, den Schaden, den wir so durchschnittlich anrichten, wäre wenig zu hoch, um ihn über unsere Haftpflichtversicherung abzudecken. Aber dank eines jungen dynamischen Laiendarstellers, den Sie eventuell noch aus der Folge der Kabelsalat kennen, er war nämlich einer der beiden Elektriker, und ist von der Leiter gefallen, können wir jetzt in ein neues Studio provisorisch einziehen. Wir befinden uns jetzt in der Aula des Altenheims St. Josef. Ja, da sind wir. Danke an Herrn Monsage für die schöne Lokation und danke an Lenny dafür, dass unser altes Studio jetzt in Schutt und Asche liegt. Naja, genug Gesabbel, wir weichen wieder mal vom Thema ab. Naja, egal, auch heute wollen wir wieder was total Sinnloses basteln. Wir basteln uns heute etwas total Abgefahrenes, nämlich einen Raketenanzug. Sie haben es sicherlich oft in Science-Fiction-Filmen gesehen und auch die Presse spricht gelegentlich darüber. Fliegende Menschen. Das wollen wir heute mal ausprobieren, denn so schwer kann das ja nicht sein. Begrüßen Sie jetzt mit mir meinen Gast, Murat Monsage aus Berlin. Hallo Jan, mein Freund. Murat, ich finde das ja echt klasse, dass du mir das ermöglicht, hier in dem Saal hier meine Sendung zu produzieren. Aber das bringt mich zu der Frage, warum das hier alles so läuft. Wir kennen uns ja nur flüchtig und ich meine, ich würde meine Schwester oder mein Auto ja auch nicht jedem, der da neben mir am Kiosk gestanden hat. Ach Jan, weißt du, der Lenny, der ist ja nun ein ganz guter Freund von mir. Und dem Lenny seine Freunde sind ja bekanntlichermaßen auch meine Freunde. Und ich dachte, nachdem du ja jetzt wegen dem Lenny auf der Straße stehst, könnte ich da was machen. Außerdem hat mich ja auch der Lenny angesprochen, ob ich nicht eine Lösung für die ganze Misere hätte. Und so kam mir die Idee hier mit der Aula. Also, du bist ein richtiger Wohltäter, so richtig sozial. So sieht's aus. Und natürlich habe ich mit der Aktion auch gleich 3 Fliegen mit einem Knüppel erschlagen. Ja, das musst du mir aber jetzt genauer erklären. Naja, erstens habe ich da mit dem Lenny ein bisschen geholfen und einen Gefallen getan. Und wie du siehst, ist das ganze Altersheim hier in der Aula, um dich mal live zu erleben. Und somit habe ich den Alten auch etwas Abwechslung verschafft. Und ich bin mit 70% an den Kartenverkauf und den Eintrittspreisen beteiligt. Ist das nicht toll? Oh, Mord, du bist mein ganz abgebrühter Geschäftsmann. Ja, na denn gut, lass mal langsam anfangen. Meine lieben Damen und Herren, Rentner und Senioren, wie schon eben angekündigt, bauen wir heute einen Raketenanzug. Zum ersten Mal heute mit großem Live-Publikum. Hierfür benötigen wir als erstes einen alten Arbeitsanzug, eine Tupperdose mittlerer Größe, geht auch ein Reservekanister und viele, viele Gabelbinder, ca. 5 Liter Kerosin, ach ja, einen Schraubenzieher, ein Einwegfeuerzeug und einen großen Standventilator. Und allerletzt noch ein 50 Meter Kabeltrommel. Als erstes popeln wir mit dem Schraubenzieher 4 Löcher in den Rücken des Anzugs. Nun machen wir auch 4 Löcher in den Kanister. Den Kanister befestigen wir jetzt mit den Kabelbindern am Anzug. Nun füllen wir das Kerosin in den Kanister, schieben den Ventilator mit seiner langen Stange zwischen den Kanister und dem Anzug, sodass der auf dem Rücken fest sitzt. Dann verbinden wir den Ventilator mit der 50 Meter Kabeltrommel. Das Ganze würde jetzt ein wenig länger dauern, darum habe ich da drüben schon noch was vorbereitet. Mord, wie sieht das aus? Möchtest du das Teil testen? Jan, ich bin mir nicht so sicher, aber ich habe einen Kumpel mitgebracht, der das gerne mal machen möchte. Er war Feuer und Flamme, als ich ihm von unserer Bastelei erzählt habe. Okay, Murat, dann stell uns mal deinen Freund vor. Liebe Senioren, ich präsentiere Ihnen heute den ersten deutschen Raketenmenschen aus Berlin, Werner Winter. Sag mal, Murat, was ist denn das für einer? Hat der eine Wolldecke verschluckt? Nee, Jan, er redet immer so. Na jo, wenn es so ist, dann ist es so. So, jetzt erstmal eine Runde Kölsch. Nee, Werner, du nicht. Na, das ist dein Flugschein noch weg, wegen Trunkenheit am Flieger. Na, dann Prost erstmal. Ja, Prost erstmal, ne? So, Murat, genug gesabbelt. Lass uns beginnen. Meine Damen und Herren, wir zeigen Ihnen nun den ersten deutschen Raketenmenschen.
Mordstufe 1, bitte. Ventilator ist an, Jan. So, da wir eine 50 Meter Gabeltroffel verwenden, wird das Ding unseren Raketenmann nach 50 Meter zum Stehen bringen. Mord, bitte, Stufe 2. So, dann will ich mal das anzünden hier. Meine Fresse, was war das ne Bums? Oh, oh, das Kabel der Kabeltrommel sollte ihn eigentlich nach 50 Meter bremsen. Allerdings hatte ich vergessen, ich glaube, bis zur Außenwand, es sind doch nur knapp 20 Meter. Die arme Sau. Jan, ich denke mal, der fliegt noch durch bis nach Hause, bis nach Berlin. Das kann schon sein. Ich hoffe nur, dass unsere Haftpflichtversicherung das Loch in der Wand abdeckt. Ach nee, nee, was für ein Stress. Meine lieben Senioren, das war es für heute. Und ich hoffe doch, dass wir das nächste Mal wieder mit Ihnen rechnen können. So ein Dank geht auch nochmal schnell an Herrn Monsahe für das Bereitstellen der Räumlichkeiten. Seien Sie auch nächstes Mal dabei, wenn es wieder heißt, die lustige, durchgeknallte Hobbytheke mit mir, dem Jan, putzt.